Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way of the Hunter. Ich wollte eigentlich gerade einfach nur so ein bisschen jagen, aber ich hatte hier einen Elch gesehen mit einem richtig krassen Geweih. Deswegen habe ich jetzt mal die Aufnahme gestartet. Ich hoffe, ich finde den wieder. Ich habe leider die Stärke. Da ist er. Der hat so ein großes Geweih, aber ich kann die Sterne nicht sehen. Leider ist hinter den ganzen Ästen und Bäumen. Jetzt bleibt er da stehen. Gut, wenn wir vielleicht noch ein bisschen nach rechts gehen, könnte das klappen. Jetzt war der falsch, oder? Ne, der ist es nicht. Der hat ein größeres Geweih. Das muss der hier sein. Wieso kriege ich den denn nicht markiert? Da wollte er gerade kommen, kurz. Es klappt irgendwie nicht richtig. Ich sehe die Sternanzahl nicht. Nee, das ist der auch nicht. Oh, so ein Mist. Ich hatte den gerade noch gesehen. Ich glaube, das ist ein Weibchen. Gott, irgendwas kommt auf mich zu, glaube ich. Richtig erschrocken sind die jetzt schon, what? Rennen die gerade weg? Ärgerlich. Da ist er, 3 Sterne. Aber der ist erschrocken. Ich muss den gleich ganz unauffällig verfolgen. Der hat ein richtig krass Geweih. Ich habe übrigens auch gehört, dass man die Tiere auch jetzt verschonen kann. Das heißt, wenn dieser Elch jetzt entkommen sollte, ist es gar nicht so schlimm. Weil der wächst dann noch und kann sogar noch besser werden vom Geweih und von der Bewertung her. Ich werde aber jetzt auf jeden Fall versuchen, da nochmal hinterherzukommen. Ja, in die Richtung ist er. Da würde ich jetzt gleich mal hinsneaken. Weil ich glaube, schnell hinterherrennen bringt halt nichts. Also ich muss mir, glaube ich, dann schon die Zeit nehmen. Ja, den Dreier habe ich leider verloren. Aber hier ist auch einer mit einem schönen Geweih. Aber der hat halt erst 2 Sterne. Ist halt jetzt immer die Frage, lässt man die am Leben? Ich brauche halt das Geld, ne? Und ich will halt auch besser werden im Schießen. Oh ne, jetzt hauen die ab. Als ob. Ich will schießen. Wir müssen üben. Ich habe wieder die Meterzahl nicht geguckt. Classic. Gerade wäre sogar ein guter Schuss, glaube ich. Circa 200 Meter, das passt. Wir zeroen mal auf 200. Der gesessen? Ich weiß es nicht. Ist, glaube ich, ein dicker Blutflatsch. Wir beobachten mal. Der wird aber schon langsamer, oder? Wir warten mal ab. Ich habe hier ja zum Glück eine sehr, sehr gute Sicht. Ich glaube, fürs Herz habe ich ein bisschen zu weit nach vorne gezielt. Jetzt habe ich mir nicht ungefähr die Stelle markiert, wo das Blut liegen müsste. Da laufe ich jetzt mal hin. Oh, der Elch legt sich da hin. Was ist denn jetzt los? Oh nein. Mir ist übrigens gerade auch was aufgefallen, Leute. Ich habe, glaube ich, aus Versehen mit der falschen Waffe geschossen. Bin mir ziemlich sicher, dass es das falsche Kaliber leider war. Ah, so ein Mist. Ich habe die Waffen verwechselt. Okay, jetzt ist er gestorben. Ich wollte schon sagen, steht jetzt auf. Aber jetzt liegt er da. Der hat aber auch ein sehr schönes Geweih.
Aber dass ich jetzt das falsche Kaliber nehme, ist natürlich schon wieder belastend. Ach, scheiße. Oh Gott, ist das jetzt doof, weil jetzt hier Jagderlaubnis erforderlich sein muss? Wie gemein ist das denn? Jetzt kann ich die nicht einsammeln. Oh mein Gott, das ist ja richtig fies. Ich meine, ich habe den ja geschossen in dem Bereich, wo ich eine Erlaubnis hatte. Und jetzt ist der hier hingeflüchtet. Jetzt kann ich den nicht einsammeln. Super, jetzt werden wir nie rausfinden, ob ich das falsche Kaliber hatte. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Was hat gerade in dieser Waffe hier eine Kugel gefehlt. Und das ist die falsche mit den 5 Schuss. Die Klasse 6 Waffe ist diese hier mit 4 Schuss im Magazin. Die habe ich, glaube ich, gerade nicht ausgewählt. Ist aber doof vom Spiel gemacht, muss ich sagen. Ich meine, die Kugel gesetzt habe ich ja im Jagdbereich, wo es erlaubt war. Jetzt kann ich die Trophäe halt nicht einsammeln. Jetzt liegt das Tier hier. Kriege ich kein Geld. Kann ich nicht gucken, wie der Schuss war. Ach, naja, so ist es. War trotzdem eine gute Übung. Da vorne ist eine Herde Wapitis. Ich bin hier schön zum Wasser gekommen. Als hier auf Kapa. Da ist aber jetzt kein interessantes Männchen dabei. Aber ich spiele jetzt schon wieder etwas länger, deswegen brauche ich jetzt eigentlich noch ein Erfolgserlebnis. Selbst wenn es nur so ein Einser-Männchen ist. Das wäre auch schon okay für mich. Ist auch kein Zweier bei, so wie es aussieht. Doch, der ist 2, okay. Mit dem da hinten? 1. Also ist der hier unser Ziel. Da hinten war gerade einer. Jetzt stehen die alle auf, oder was? Nee. Das müsste der Zweier sein, auch wenn er gerade nicht richtig angezeigt wird. Der läuft halt da echt blöd. Auf jeden Fall 130 Meter. Ich kann mich auch gerade nicht bewegen nach links oder rechts, weil ich halt in so einem Ausbruch bin. Deswegen müssen wir hoffen, dass er sich bewegt in die richtige Richtung. Die laufen gerade alle weg. Scheinen die schon fertig zu sein mit Trinken und Chillen. Von hinten schießen ist halt immer schlecht, ne? Der hier wird gerade perfekt stehen, aber der ist halt der Einser. Wäre ich dann schon lieber den Zweier. Muss irgendwo hier hinter sein. Ich gehe schon mal in Gewehrmodus, damit wir schnell reagieren können. Auf die richtige Waffe nehmen. Wir zeroen auf 150 Meter. Und man sieht ja sogar hier immer die Entfernung. Ich bin ja so blöd. Ich wechsle immer nach hin und her. Man sieht das ja oben rechts. Ja, man lernt nie aus, ne? Die laufen halt alle jetzt weg. Jetzt Mist. Ich weiß auch gerade nicht mehr, welcher der gute ist. Hier muss ich dann wohl doch nochmal ins Fernglas gehen. Die Anzeige ist aber auch echt ein bisschen buggy, oder? Das ist der gute. Let's go, Leute. Jetzt oder nie. Hä? What? Was war das denn jetzt? Ist keine Ahnung, ob ich jetzt gut getroffen habe. Aber ich setze mir mal wieder eine Markierung da vorne. Ich drücke mal den falschen Knopf, ich fasse es nicht. Da war die Markierung. Also das mit diesen Markierungen setzen ist echt richtig praktisch. Nimmt man eigentlich immer dann den Blutfleck, wo man das Tier als letztes gesehen hat. Es geht mit der C-Taste, ist es, glaube ich. Nee, X-Taste. Da kann man halt so eine Schnellmarkierung setzen an der Stelle, wo man hinzielt. Der verliert auch echt viel Blut, der ist safe down gegangen. Wäre doch noch unser Erfolgserlebnis. Ja, da liegt er schon. Also ist echt nicht weit gekommen. Jetzt ist sie natürlich weg, weil ich es umgesetzt habe. Aber da sind die nur 50 Meter weit gelaufen oder so, glaube ich. Oh, das war ja sogar noch ein ziemlich guter Schuss.
Aber nur linker Lungenflügel. Na, ganz knapp am Herz vorbei, so ein bisschen drüber gegangen. War aber echt nicht schlecht, dafür, dass es der dritte Schuss war. Wir hatten ja so ein bisschen erschwerte Bedingungen, muss man sagen. War cool. Hier haben wir dann auch nochmal die Genetik von dem Tier. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Wert. Das ist, glaube ich, das Potenzial, wie gut der noch werden kann, wenn man den am Leben lassen würde und dann später erst erlegt. Aber guck mal, Jagdwertung 5 Sterne, Trophäenbewertung 2 Sterne und $600. I take it. Das ist, glaube ich, auch der erste Wapiti, den ich erlege. Aber dann haben wir doch unser Erfolgserlebnis für heute. Das ist doch schön. Verkauf den aber, weil wir brauchen dringend die Kohle. Ach, sehr, sehr gut. Das war doch mal echt noch schön zum Abschied. Bin aber dann noch mal gespannt, was da passiert ist mit den zwei Schüssen, wo die hingegangen sind. Das werde ich mir in der Aufnahme auf jeden Fall noch mal angucken. Aber Leute, jetzt werde ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch eine Menge Spaß gemacht. Dann würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.